Hallo meine lieben Zockfreunde, willkommen zurück zu Deus Ex. Heute bin ich mal ausnahmsweise für zwei Parts nicht alleine. Hallo! Ja, und das war er, mein Gast. Wir starten hier gleich das Spiel, wir setzen es fort. Wir stehen ja nun vor einem Leichentisch. Ich weiß nicht, kennst du das Spiel? Nein, eigentlich nicht. Du kennst es nicht, ja. Wir sind hier so... haben hier da so eine Knarre und wir müssen uns hier durch das Zeug schleichen. Und wir standen hier das letzte Mal vor diesem Typen und den öffnen wir. Hacker, Gehirnchip. Boss, ich habe den Neuralknoten. Er wurde anscheinend mit einer Art Flüssigantrieb modifiziert. Pritchard sollte sich das mal ansehen. Nein, bring sie nicht her. Frank ist noch nicht mit der Diagnose fertig. Und ich will erst danach riskieren, irgendwas an unser Netzwerk anzuschließen. Vor allem, wenn es um Militärtechnologie geht. Also, was soll ich jetzt tun? Bringen Sie den Knoten in Ihr Apartment. Frank wird Sie dort kontaktieren. Okay, dann gehen wir hier mal. Was willst denn du? Ach, Basti. Ja, gut, hier die Treppe hoch. Aha. Was sagst du zu diesem Spiel? Hast du... Ja, also... Was hältst du denn so von Spielen, bei denen man durch Räume schleichen muss? Ja, also... Wenn es ein Ballerspiel ist, dann ist es eigentlich schon gut, wenn hinter jeder Ecke... ein Feind lauert, aber... Okay, so nach meinen Eindrücken in den ersten 8 Parts war das eigentlich eine Mischung. Ist ja ein Ego-Shooter, aber man kann ja auch sehr gut schleichen. Es sind etliche Waffen gegeben. So, dann schauen wir hier mal auf die Map. Okay, was gibt's denn hier? Ja, sollen wir das hier mal machen? Ja, ja. Müssen wir eine Videoaufnahme zurückholen? Okay, hier mal ein bisschen sprinten. Ach Mann, müssen wir hier, glaube ich, die Central Station. Was geht, Alter? Hast du dich verlaufen? Nee. Hab ich nicht, aber schauen wir mal hier. Also, kann man da denn nicht einfach jemanden abknallen? Ja, doch, aber die werden hören. Gesetzeshüter hätte da sicher was dagegen. Ja. Ja, komm als Jux mal ein Bierchen hinter die Binde. Hatte ich noch. Kommentar. Okay, wir gehen nun hier weiter. Wie findest du so die Grafik? Ja, also ich habe die meisten Spiele, die ich gesehen habe, waren jetzt eigentlich nicht so Grafik super Meister. Also ich finde eigentlich die Grafik sehr, sehr gut. Wieso hat dieser Typ hier Waffen? Grayson! Willst du irgendwas kaufen oder verkaufen? Falls ja, bin ich dein Mann. Ist alles auf dem Computer. Zum Greifen nah. Ja. Waffen auf dem Computer. Schadensupgrade. Kaufen wir mal. Okay. Mit der 10mm Pistole, hä? Na, das sind also deine Waffen. Ja, ja, hier ausgewogenes Arsenal. Ja, super. Oh, ein Nuke-Mios. Ja, ja, den können wir mal wieder brauchen zum Hacken. Und hier die Obdachlosen. Scharen. Diese Freunde gehen mir so auf den Sack. Ah! Was macht der Detective Chase, ja. Hallo. Sie müssen Adam Jensen sein. Gut erkannt.
Mrs. Reed sagte, Sie würden mich vielleicht besuchen. Und verstehen Sie mich nicht falsch, aber Sie sind kaum zu übersehen. Ich betrachte das mal als Kompliment. Sie hat gesagt, Sie hätten Informationen über den Fall Megan Reed und den Überfall auf die Sheriff-Zentrale. Oh Mann, das war ein Chaos. Der reinste Weitpinkel-Wettbewerb. Wir hatten die Feds am Arsch. Befehle von 3 verschiedenen Abteilungen und Druck von so vielen Lobbyisten, dass man sich fühlte wie der Neuzugang in der Gefängnisdusche. Es ist eben ein sehr wichtiger Fall. Mrs. Reed meinte, Sie denken, es wäre einiges übersehen worden. Das kann man wohl sagen. Sie kennen das ja. Mrs. Reed hat mir erzählt, dass Sie früher selbst ein Cop waren. Es gibt immer mal Fälle, bei denen faule Officer eine Abkürzung nehmen, aber das war was anderes. Inwiefern? Es wurde einfach zu viel übersehen. Alle wollten sofort Ergebnisse. Und immer, wenn ich auch nur einmal nachgefragt habe, wurde ich von Ranghöheren mundtot gemacht. Die Sache sollte abgeschlossen werden, am besten sofort. Das ist nie ein gutes Zeichen. Sie haben aber doch sicher was Handfesteres als das. Ja, und genau da kommen Sie ins Spiel. Ich habe einige Spuren, denen ich nie richtig nachgehen konnte. Ich fing zwar an rumzustochern, aber diese Regierungsagenten haben mir Angst gemacht. Richtig Schiss. Ich wollte wenige Monate vor meiner Pensionierung nicht alles aufs Spiel setzen, aber Sie hätten das Zeug dazu, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Okay, und was haben Sie? Erstens gibt es das Gerücht, dass der Befehl, die Ermittlungen einzustellen, von weiter oben kam. Vielleicht sogar von außerhalb der zuständigen Abteilung. Wenn das stimmt, müsste Captain Penn davon wissen. Es könnte Hinweise darauf in seinem Bürocomputer geben. Dann muss ich dem Revier wohl einen Besuch abstatten. Ja, und wenn Sie schon mal da sind, es war ein Officer mit dem Fall betraut. Chad Wagner. Nicht gerade ein Chorknabe. Als er plötzlich an dem Fall arbeitete, wurde ich misstrauisch. Jemand hat ihn dort platziert. Und ich bin sicher, dass er Beweise manipuliert hat. Sie sollten mit ihm reden. Rausfinden, was er weiß. Okay, ich unterhalte mich mal mit Officer Wagner. Sie finden ihn wahrscheinlich in der Lobby. Er wurde wegen Fehlverhaltens degradiert und nimmt jetzt Aussagen auf. Er ist ein harter Hund, aber auf seinem Schreibtisch finden Sie bestimmt Belastungsmaterial gegen ihn. Sein Büro ist im 2. Stock. Vielleicht bringen Sie ihn ja dazu, dass er auspackt. Gibt es noch weitere Ansatzpunkte? Ja. Als der Befehl kam, den Fall zu schließen, wurden die meisten Beweise in einem Depot verstaut. Vielleicht finden Sie da drin ein paar interessante Sachen. Es ist in der Gasse direkt neben dem Revier. Der Code lautet 4891. Aber eine externe Agentur hatte auch schon Zugriff. Also seien Sie vorsichtig. Danke für die Information. Ach, das ist nichts. Und kommen Sie bitte nicht wegen Einzelheiten hierher zurück. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich helfe gern. Aber je weniger ich darüber weiß, desto besser fühle ich mich. Ja, und nun können wir vielleicht auch mal was sagen. Endlich. Ja komm, scheiß da Hund drauf. Mein Gast hat mir eben gesagt, dass er noch ins Büro muss. Und das ist kein Scherz. Das nein, ins Büro nicht direkt, aber er muss noch weg. Tut mir echt. Vielleicht solltest du näher ans Mikro kommen und nicht während auf dem WC sitzt, hier in mein Büro reinbrüllen. Das bringt irgendwie nicht so viel. Ja, steck doch die Knarre weg. Mann, ist doch nicht. Hey! Hast du gehört, was Lazarus gesagt hat? Dieses Land geht den Bach runter, Mann. Okay, dann. Wir müssen hier alle rauchen. Nee. Du hast sicher bemerkt, dass der so eine komische Brille hatte. Ja, also nicht unbedingt. Ja, das kommt davon im ersten oder im zweiten Part. Da wurden wir überfallen und so ein Kraftprotz, der massig Anabolika gefressen hat, hat uns durch eine Scheibe geworfen und dann wurden wir operiert. Dieses Game spielt 2027 übrigens.
können wir ein paar krasse Fähigkeiten erlangen, wenn wir wollen. Danke, dass du mir ein bisschen die Story erklärt hast. Ich bin gar nicht rausgekommen. Hey, Polizist, verpiss dich. Wegner. Das ist doch der Typ, der uns nicht in die Leiche. Ah, nee, das ist ja der Schneider. Was wollen Sie? Mal noch nicht hier. Dann gehen Sie zur Rezeption, Junge, anstatt meine Zeit zu verschwenden. Nicht diese Art von Information. Ich will Informationen über Seraph Industries. Und ich will, dass mir Eliza Kassan einen bläst. Also träumen Sie weiter, Dosenöffner. So, komm. Halt die Schnauze. Sie haben in der Sache kritische Beweise bearbeitet. Ich will alles darüber wissen. Erstens weiß ich nicht, wovon zum Teufel Sie reden. Und zweitens, selbst wenn ich es wüsste, wäre es mir scheißegal, was Sie wollen. Und jetzt schwingen Sie Ihren Hightech-Arsch hier raus, bevor ich Sie bearbeite. Okay. Den will ich aber abknallen. Dann schwingen wir unseren Hightech-Arsch mal hier raus. Hightech, das trifft wahrscheinlich zu. Die haben uns ja alles ersetzt. Wahrscheinlich sogar die Hoden. Die Eier. Mann, das ist doch dasselbe. Also, und weil jetzt mein Gast nur hier ein Partner ist, das war eigentlich nur, weil er unbedingt mal dabei sein wollte, habe ich gesagt, ja gut. Und bevor wir angefangen haben, hat er mir eben gesagt, er habe nicht so viel Zeit und dann schaue ich mal, ob ich nochmal seinen Gast organisieren kann. Und er spricht übrigens so wenig. Ja, tut mir leid, das ist erstes, erstes Let's Play. Und ich habe eigentlich noch nie so etwas gemacht. Und er spricht übrigens auch ein bisschen leise. Ich weiß nicht, ob man dich dann in der Aufnahme auch hört. Also, das ist ja. Oh, verdammt, die haben uns entdeckt. Schnell weiterhängen. Nuke-Virus! Zugriff gewährt. Bam! Hoch, hier könnt ihr durchlesen. Könnt ihr auch durchlesen. Könnt ihr von mir aus auch durchlesen. Also ist das Spiel jetzt hektisch? Also wenn man, muss man von denen immer flüchten? Nein, man kann es hektisch machen, aber man muss nicht. Weil man hat hier die Möglichkeit, wenn man einen Fall hat, direkt anzugreifen, Knarre auszupacken und drauf loszuballern oder die taktisch und leise zu erledigen. Okay. Okay. Müssen wir hier irgendwo hin? Doch, ich weiß. Ach, nun sind wir hier auf der anderen Seite. Ist ja interessant. Haben wir die Quest nun abgeschlossen? Aber whatever. Doch hier ist wieder diese Kanalisation. Ja. Ach, da hinten ging's zurück. Ja, genau, ich erinnere mich. Was ist denn das für eine Flüssigkeit am Boden? Das ist Wasser und das war das erste Mal, als wir hier waren, unter Strom. Da mussten wir auch über Kisten laufen. Hüpfen. Hey. Bitte gehen Sie weiter. Okay, okay, halt mal den Ball flach. Gibt es denn hier Interessantes? Ja. Ja. Unser guter Adam Jensen scheint nicht gerade sportlich zu sein. Oh, verdammt! Mein Gast muss jetzt dann gleich gehen. Das war leider schon der Part.
Ja, würde sagen, hier kurz speichern, neu und dann verabschiedet er sich. Tut mir leid, dass ich nie geredet habe, also ja. Und ich werde vielleicht wieder mal kommen, aber bis bald. Ja, also ich beende hier den Part. Also, meine liebe Zugfreunde, haut rein!